Metal, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zurück bei Wingelwungel. Wir schauen heute beim RW Video Recycling, ehemals Rainer Wichser, ja, ein neues Video an. Derjenige startet ins neue Jahr. Die FKK-Kommunen, Zusammenfassung, 10.000 Abo-Special. Das sei dir absolut gegönnt, mein Freund. Das kann ich an dieser Stelle sagen. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe das Video, muss ich zugeben, einmal schon privat gesehen. Also es ist, na gut, laut Rainers Definition ist es natürlich trotzdem blind. Klar, ja. Aber viele Leute haben sich's gewünscht. Hey, schau doch mal rein. Und natürlich machen wir das auch, ganz klare Sache. Und was soll ich sagen? Ne? Ich weiß schon, es ist ein gutes Video. Es wird ein unterhaltsames Video. Aber wir schauen natürlich trotzdem nochmal zusammen rein. Ja, an der Stelle natürlich noch einmal der Aufruf unten. Erster Link in der Videobeschreibung ist mein Twitch-Account. Wer Bock hat, mal in Livestreams mit dabei zu sein, kommt gerne rum. So, ich würde sagen, wir gehen rein und schauen mal, starten das neue Jahr, der Jänische, was er wieder so gemacht hat. Nach meinem letzten Video wurde ich in den Kommentaren mit Fragen überhäuft. Was war die Todesursache des Drachenlords? Was wurde aus der Katze? Was macht Daniel Richter heute? Wie geht die Geschichte weiter? Der Obduktionsbericht des Drachenlords liegt der NWO zwar vor, aber wurde so stark zensiert, sodass man nur mutmaßen kann, was die Todesursache des Drachenlords war. Der Katze geht es gut. Nach dem Abriss der Drachenschanze wanderte sie nach Ägypten aus, wo man sie als Göttin verehrt. Daniel Richter kämpft heute zusammen an der Seite der ukrainischen Armee in Gaza. Alter, stell dir mal... Stell dir mal vor, du bist in so einem Kriegsgebiet, dann siehst du so einen Typ mit einer Panzerfaust hinter dir, der schießt sie ab und schreit gleichzeitig, Bäm, Anna! Okay, alles klar. Streifen. Aber wie ging die Geschichte des Jänichen weiter? Nach dem Tode des Drachenlord war der Jänische unbedeutend geworden. Dennoch fühlte er sich unbesiegt auf ewig. Ihr habt 10 Jahre nicht geschafft, mich zu besiegen. Ich bin wieder da, ich bin nach wie vor da, ich war nie weg. Der hatte auch schon einen... Dieser Unbesiegt-Modus, der immer wieder hochkommt. Ich verstehe wirklich nicht, ob das so ist, dass Rainer wirklich erstmal so ein Tief bekommt und dann so denkt, boah, komm, jetzt los, du bist eine wichtige Nummer, du kannst dich nicht so hängen lassen. Und dann kommt wieder dieser Unbesiegt-Modus raus. Ihr habt es seit 10 Jahren nicht geschafft, Ed Sattler, wirklich. Rainer, du bist das kleinste Licht, das ich kenne. Wirklich, ich kenne arme Schweine, aber du bist das kleinste Licht, das allerkleinste Licht, das ich kenne. Teuflischen Plan, wie er den Hatern den Spaß verderben werde. Ich weiß, was in dem neuen Jahr auf die Hater zukommt. Er war sich siegessicher seiner Zukunft, dass sein Plan auch die finanzielle Sicherheit für ihn bringen würde. Ich werde vermutlich den Rest meines Lebens ausgesorgt haben. Er hatte seinen diabolischen Plan bis ins Detail durchdacht. So cringe. So cringe, wirklich. So habe ich als 12-Jähriger geactet, wenn ich so getan habe, als ob ich noch einen Plan B in der Hinterhand habe, Rainer. Wirklich, 12-Jähriger ist hier wieder das Stichwort. Rainer, Mitte 35, Leute. Ach ja, natürlich hast du bald ausgesorgt. Und natürlich, ja, die Hater werden dir dein Leben jetzt auch schön finanzieren, klar. Ja, du holst dir jetzt von Ofi und Co. natürlich deine Kohle zurück. Ganz klare Sache, Rainer. Wirklich, gib einfach Aru. Ja, das sind einfach nur die Aussagen von jemandem, der nichts, aber wirklich gar nichts in seinem Leben gerissen hat und jetzt denkt, er kommt wieder irgendwie ganz, ganz schnell an Kohle, damit er ja nicht arbeiten muss. Das wird schön. Das wird richtig schön. An Silvester weihte er dann seine Fans in sein Vorhaben ein. Draußen ist immer noch Silvester. Wir haben immer noch den 31. Das ist gerade 20:04 Uhr. Ich will eine Sexkommunik mit Freikörperkultur gründen, wo es um Gesundheit, um Spiritualität, um geistige Gesundheit geht, aber auch natürlich mit freier Liebe. Es ist meine Ey, dieses Bild, Alter. Boah, ich werde danach wieder schlecht träumen, dieses Bild. Pornokommune, der freie Liebe praktiziert werden kann. Er wollte eine Sekte gründen, mit unbekleideten Kommunisten, die in freier Wildbahn ihre Notdurft in Plastiksäcke verrichteten und in Büschen beim Kopulieren beobachtet werden konnten. Wie gesagt, der Titel des Ganzen ist KDF. Doch beim Namen seiner Sekte gab es ein Problem, da Charles Manson bereits eine Sekte mit demselben Namen gegründet hatte. Es gibt wohl eine Kommune, die ähnlich heißt vom Charles Manson irgendwie. Die Hater gingen natürlich gleich auf die Straße, um vor dem Haus des Jänichen zu randalieren. Ich bin wieder da, Herr Winkler!
Es kam bundesweit zu Ausschreitungen in dieser Nacht. Wobei auch die Mülltonne von Leon Elektronik angezündet wurde. Und gleichzeitig wurde die Papiermülltonne in Brand gesteckt. Brandstiftung. Leon wollte... Ich muss aber sagen, also ihr Leute schreibt mir ja öfter mal, yo, reagier mal auf den, aber ich finde den so uninteressant. Ich weiß nicht. Irgendwie, um wirklich über jemanden reden zu können, musst du schon so ein bisschen so ein, mehr oder weniger so ein Charakter sein, der da wirklich ein bisschen was entertainment-technisch, ob unfreiwillig oder freiwillig, ein bisschen was auf dem Kasten hat. Und der Typ, ich weiß nicht, ich habe da mal in so ein paar Sachen reingeguckt, ich finde den super uninteressant. Ja, das ist halt irgend so ein Typ, der die ganze Zeit alles totredet und denkt, der ist immer im Recht, ne? Das ist so ein bisschen Rainer Eske, aber ansonsten finde ich den halt ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Deswegen den Brandstifter als Geisel nehmen. Und derjenige, der da diesen Brand verursacht hat, und der wird von mir als Geisel genommen. Aber solche Aussagen sind dann schon lustig, ne? Da kriege ich Flashbacks an die Zeit, wo Rainer gesagt hat, so, wer hier diesen Rollator bei mir aufs Grundstück gestellt hat, ich gebe euch jetzt eine Chance, der ist bis morgen weg, sonst sage ich das euren Eltern. Das hat für mich dieselbe Mentalität von Drohungen, die niemals stattfinden werden. Nur, dass eine noch ein bisschen größenwahnsinniger ist. Aber das ist schon feierbar, muss ich zugeben. Dieser Frevel an seiner Mülltonne war unverzeihlich. Jesus Christus und sogar die beste Kirche wird euch das nie verzeihen, was ihr hier macht. Jesus machte sich auch unverzüglich auf den Weg zu Leon, aber hatte leider in der Nähe von Emskirchen einen Fahrradunfall. Aber Leon Elektronik war fleißig und ermittelte den Drahtzieher dahinter, der verantwortlich war, dass man seine Mülltonne abgefackelt hatte. Der Drahtzieher hat sich, und zwar leider Gottes, hat er sich verraten. Und dieses, und zwar asoziale Bürschchen, der kann sich und zwar auf viele blaue Flecken gefasst machen. Leon heuerte einen Kung-Fu-Meister an, der dem Drahtzieher die Prügel rausschmeißen sollte. Inzwischen wurde sogar demjenigen die Sache mit der FKK-Kommune peinlich und er leugnete, dass er jemals eine Kommune gründen wollte. Zuallererst einmal wird mir vorgeworfen im Moment, dass ich eine Kommune gründen möchte. Das ist nicht wahr. Aber es... Ah ja! Ach so, ja klar. In deinem verdammten Hintergrund steht Kommune der Freiheit. Rainer, was war denn wieder nicht wahr in der Aussage? Jetzt wäre wahrscheinlich sowas gekommen wie, ich habe es nur eventuell vor, ich habe es nur in meinem Kopf, sie zu gründen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich sie gründen will. Das wäre so wieder eine reine eske Argumentationsgrundlage. Ja. Warum rede ich nicht mal mit diesen Menschen? Ja, warum nicht einfach mal Discord-Talk mit Rainer? Ja, das wäre doch wunderschön. Ach, Leute. Oh Gott, der ist so lost, der ist so fertig. Es war zu spät, sich da herauszureden, weil Christian Solmecke bereits ein Video über die geplante Kommune gemacht hatte. Der Drachenlord macht mal wieder von sich reden und wie, er will jetzt eine FKK-Kommune gründen. Natürlich konnte Gronkh es nicht lassen, auf dieses Video zu reagieren. Dann hat der heilige Ofenkäse auch noch weitere Zusammenschnitte zu sagen. Wir leben einfach in dieser Timeline, wo der Rechtsanwalt Christian Solmecke über den heiligen Ofenkäse redet. Wir leben in dieser Timeline. Ja, und das ist, ich möchte gerne in dieser Timeline leben. Das sage ich dir, wie es ist. Ja, das musst du dir vorstellen. Ein gebildeter Rechtsanwalt, Christian Solmecke, redet mit dem über das Hater-Synonym der heilige Ofenkäse. Ist einfach nur geil. Ich liebe diese Internetwelt. Wirklich, ich sag euch, wie das ist. Ja, wo würde das denn im Real Life stattfinden? Nirgends. Aber hier redet ein Rechtsanwalt über den heiligen Ofenkäse. Und das finde ich einfach nur schön. Das finde ich einfach nur schön. Es ist, diese ganze Timeline, in der wir aktuell leben, das ist einfach alles, wie es, als hätte irgendjemand sehr stark, sehr viel getrunken und ein Buch geschrieben mit den absurdesten Dingen, die aber passieren können. Derjenige war darüber alles andere als erfreut, da ihm nicht ordnungsgemäß gehuldigt wurde. So, Gronkh ist mal wieder jemand, der hier gerade wieder Stress macht. Der ist auf Twitch gerade live. Und macht jetzt gerade Stress, weil er jetzt über die Sache mit der Kommune redet. Vor allem, er macht Stress, weil er über die Sache mit der Kommune redet. Rainer, ich weiß, du hast ein sehr, sehr fragiles Junge, Ego, hallo? Ich wollte Intro sagen, was ist denn da los? Aber
Nochmal, Gronkh hat nicht aktiv über dich hergezogen oder so. Er hat nicht mal auf dich direkt reagiert. Er hat Christian Solmecke sein Video angeguckt über die FKK-Kommune, Rainer. Es ging primär nicht mal um dich, sondern um deine Kommune. Ja, und Rainer erzählt, ja, da macht er jetzt Strämmene und macht sich da um mich witzig und das ist aber ja auch nicht okay. Schön, er wirklich so ein fragiles Ego. Schaut sich gerade das Video vom Herrn Solmecke an. Ich, um den es geht, hat kein Sprachrecht bei Gronkh, aber Ofi hat ein Sprachrecht bei ihm. Ofenkäse hat ein Sprachrecht beim Gronkh, aber ich nicht. Klonder kommt auch bei ihm zu Wort. Also ist auch geil, ja. Wie neidisch er ist. Es ist so schön. Ah ja, ja. Schön, schön, schön. So hat er, haben wir jetzt schon zwei Hater. Er hat schon Ofenkäse drin, er hat Klonder drinnen. Es hat auch noch Regenbogenschaf bei ihm abonniert. Aber ich, über den es. Ich, der um den es geht, hat, kommt bei ihm nicht zu Wort. Heul doch rum, du Riesenbaby. Heul doch einfach rum, Mann. Danke, dass ihr mein Leben zerstört. Eine Minute und 37 Sekunden später machte derjenige ein Ansagevideo gegen Gronkh. Junge, dein Account gehört gelöscht, du gehörst verfolgt und du gehörst eingesperrt in eine Psychiatrie für 2 Jahre und dein Hirn müsste erstmal überarbeitet werden, weil du hast einen Fehler in deinem System. Aber weil derjenige in diesem Video sein unbedecktes und ungewaschenes Gemächt präsentierte, wurde das Video sofort auf TikTok gesperrt. Die haben mein Video, was ich hochgeladen habe, wo ich Gronkh noch eine Chance gegeben habe, dass man sich aussprechen kann, ne? Das haben die wegen sexuellem Inhalt gemeldet. Danach... Geleakt, also gemeldet. Rainer, geleakt, gemeldet und gesperrt, das sind ganz verschiedene Sachen, Rainer. Alles gut bei dir? Versuchte derjenige, das Video auf einer Webseite für Erwachsene hochzuladen. Aber selbst die wollten so einen Schund nicht auf ihrer Plattform. Es zeigt zwar 6 Videos an, aber es ist noch nicht veröffentlicht, warum auch immer. Dass Gronkh dermaßen über ihn ablästerte, brach demjenigen das Herz. Also, passt auf. Ich habe Gronkh früher respektiert. Früher. Nicht mehr jetzt in den letzten Jahren. Ich habe ihn nicht für das respektiert, was er erreicht hat. Ich habe auch nicht für, ich habe ihn auch nicht für das respektiert, wie er mit seinen Zuschauern gegangen ist. Und ich habe ihn für seine Ansichten respektiert. Die ja, ja. Red nur drum rum, Rainer. Junge, der Typ war dein Gott. Der war dein Idol. Er war dein YouTube-Papa. Ja. Erzähl mir doch nichts. Ich habe ihn jetzt nicht wegen der Größe respektiert oder so. Rainer, du bist Fanboy der ersten Stunde gewesen. Was ja auch okay ist. Ja, was ja auch okay ist. Ist ja in Ordnung, jemanden zu feiern. Aber sich dann so hinzustellen, so, ja, also ich habe ihn früher mal respektiert. Ey, wirklich, gib einfach Aru, Rainer. Und vor allem, wirklich, alle wenden sich nach und nach gegen dich. Aber es muss immer an allen anderen liegen, Rainer. Ne? Du kannst nicht die eine Konstante sein. Das müssen alle anderen sein. Hast natürlich recht, klar. Ich in vielen Tausenden von Minecraft-Folgen gesehen habe. Und wo ich immer sagen musste, ich fand es interessant. Ja, seine ganzen Songs, seine ganzen... Aber ich habe nie irgendwelche Videos gesehen von ihm, in denen er sich über einzelne individuelle Personen lustig macht. Nur über mich. Damals war das Thema Posterverkauf. Weil damals hatte ich 15.000 Euro Stromschulden, die kein Mensch sich erklären kann, wo die herkommen und wie das alles passieren konnte. Ein paar Wochen zuvor... Oder auch nur eine Woche zuvor, ich weiß nicht mehr genau, ist schon zu lange her, habe ich auf TikTok einen Hilferuf abgesetzt. Auf Twitter. Habe ich damals einen Hilferuf abgesetzt. Und dieser Hilferuf galt allen anderen YouTubern. Es galt Alblali, es galt Unge und vielen anderen. Ich weiß gar nicht, wem alles. Und ich habe damals eine Nachricht, eine einzige, verfasst, die ich an 5, 6 verschiedene Leute geschickt habe. 5, 6, Rainer. 5 oder 6 Leute. Alles klar. Das ist ein bisschen wie mit den Besuchern vor seinem Tor, ne? Die Zahl, die er nennt, kann man immer durch 3 rechnen. Und die Zahl, die er jetzt nennt, die kannst du mal 3 rechnen. Also 6, 12, das ist eher 18 gewesen vielleicht. Weil ich Hilfe brauchte. Weil ich am Ende war. Weil ich der Mensch war, der am Arsch war. Und was habe ich von Gronkh zurückbekommen? Gronkh antwortet auf solche Sachen normalerweise nicht. Auf mich hat er reagiert. Und was war die Antwort? Ich hätte dir wirklich gerne geholfen, aber jemand, der so rumspammt, dem kann ich nicht helfen.
Ja, der hat doch recht, Rainer. Er hat doch recht. Du hast dich nicht an Gronkh gewandt, sondern du hättest den erstbesten Dulli genommen, der irgendwas Sinnvolles für dich geschrieben hätte. Und warum? Nicht, weil du Hilfe brauchst und auch nicht, weil du ein Mobbingopfer bist, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Du willst dich hochziehen. Du willst dich einfach nur hochziehen, Rainer. Das ist alles, ja. Und ich bin wirklich froh, dass diese ganzen Leute es gecheckt haben und wussten, okay, mit dem will ich nichts zu tun haben. Richtig und wichtig. Immer ignorierte er jegliche Kritik und beleidigte lieber seine Zuschauer. Wenn euch nicht gefällt, was ich mache, dann interessiert ihr euch nicht für mich als Person, dann interessiert ihr euch nur für den ganzen Quatsch, den ich mache. Mit den ganzen Hatern, mit dem ganzen Scheiß, mit dem ganzen GLP und dem ganzen Gronkh und dem ganzen Miss anderen Blödsinn, was da passiert. Und nein, ich habe nicht gesehen, was Jim Let's Play über mich gemacht hat, weil es mich nicht interessiert. Es hat mich auch mit Gronkh nicht interessiert, gerade weil ich bei Gronkh vor kurzem reingeschaut habe und das wieder so schon Scheiße geführt hat und mich eigentlich auch die Sache von Gronkh nicht interessiert hat. Mich triggert das nur immer, wenn Leute über mich reden, wenn sie keine Ahnung davon haben, wer ich bin. Und ich werde mich nicht von jemandem zu etwas machen lassen, was ich nicht bin. Das habt ihr seit 12 Jahren nicht geschafft. Das werdet ihr auch in Milliarden Jahren nicht schaffen. Wir müssen dich auch nicht zu irgendwas machen, Rainer. Du machst dich selbst vom Allerkleinsten nach und nach. Wirklich. Weißt du, er tut so, als ob er irgendwie so eine große Persönlichkeit wäre, aber schon irgendwas erreicht hätte. Rainer, wirklich. Ich glaube, niemand auf der Welt möchte mit dir tauschen. Niemand auf der Welt. Ja. Gut, du hast jetzt meinetwegen wieder flüchtig ein Obdach, aber Rainer, du hast keine Freunde, du hast keine Familie. Du hast das, worauf es im Leben ankommt. Das hast du nicht. Du hast keine Festigkeit. Du hast keine, ja, wie sage ich das? Du hast keine Berufung, der du gerne nachgehst. Du hast nichts. Du hast nichts von all dem, was für ganz, ganz viele Menschen selbstverständlich ist, Rainer. Ja, wir haben es in 12 Jahren nicht geschafft, dich klein zu machen. Das hast du, wie gesagagt, selber sehr gut alleine hinbekommen. Richtig positiver Kommentar dabei. Kein einziger von euch hat sich dafür bedankt, dass ich streame. Kein einziger von euch hat sich bedankt dafür, dass ich mir die Zeit nehme, für euch da zu sein. Junge, halt einfach deine Gosch. Um es mal mit deinen Worten zu sagen. Warum soll sich irgendwer dafür bedanken, dass du streamst und battlest, Rainer? Ja, warum soll sich irgendwer für diesen Trash bedanken? Es ist auch schon wieder so frech, dass du denkst, es wäre ein Privileg, deinen Stream zu gucken. Rapu, sage ich dazu nur. Zu unterhalten oder zu versuchen, euch zu unterhalten, weil offensichtlich unterhalte ich euch ja nicht. Anschließend tat er einfach so, als hätte er alle seine Hater außer Ofenkäse besiegt. Es sind mehrere nicht mehr da. Der Mimon macht nichts mehr, der Henk Losse macht nichts mehr und einige andere auch nicht. Weniger größere, kleinere. Rocksau macht, glaube ich, auch nichts mehr. Der einzige, von dem ich mittlerweile eigentlich nur noch höre, ist der Ofenkäse. Die anderen gibt's alle nicht mehr irgendwie. Ja, das ist zwar absolut gelogen. Henk und Co. machen alle noch was, aber yo. Mimon ist zwar weg, ja, aber ansonsten, hä? Also, ich wüsste jetzt nicht, dass ganz viele Hater mal weg sind und Rainer die natürlich wieder alle besiegt hat. Aber da merkst du, was bei Rainer wieder im Kopf los ist. Ja, der wird niemals in der Realität ankommen. Die sind alle irgendwo in der Versenkung verschwunden. Danach versuchte derjenige mit anderen Themen von seinen Peinlichkeiten der letzten Wochen abzulenken. Ich will dieses Jahr 150 Kilo abnehmen. Der wollte auch noch einen eigenen Radiosender gründen. Ich spiele schon seit ungefähr einem Jahr mit dem Gedanken, oder seit einem halben Jahr mit dem Gedanken, einen eigenen Radiosender aufzumachen. Den Rest seines Lebens verbrachte er damit, Palworld zu spielen. Da er keine Freunde hatte, musste er dies allerdings alleine spielen. Okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen angegriffen, weil ich spiele das auch alleine. Aber nicht, weil ich keine Freunde habe, sondern weil es im Stream aber besser ist. Ja, was sage ich an dieser Stelle? Vielen, vielen lieben Dank an den ehemals Rainer Wichser, sage ich mal hier an der Stelle. Ist natürlich unten verlinkt, schaut da gerne mal vorbei, lasst da ein bisschen Liebe da. Sehr, sehr unterhaltsames Video, sehr, sehr nice. Ich gehe jetzt allein ein bisschen Palworld spielen, weil ich keine Freunde habe. Auf Twitch übrigens, ne? Erster Link in der Beschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Winkelmongel. Ciao.